Hallo Internet und willkommen zur nächsten Episode von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. In der letzten Folge haben wir die Bathöhle erkundet, hier auf Arkham Island, der zweite Stützpunkt von Batman. Und wir haben irgendwie sehr, sehr viele Arkham-Steine gefunden. Außerdem hatten wir eine kleine Begegnung mit unserem Lederlappen, Killer Croc. Und wir brennen natürlich alle darauf, ihn zu treffen. Deswegen geht's jetzt direkt weiter. Das sieht doch nach einer ziemlichen Kletterpassage aus, denn wenn ich versuche, hier einfach mich hochzuziehen. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszuschalten. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Ich habe ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack Watson. Es ist ein langer Schuss. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und seine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Auch sehr schön, dass er Dr. Young eine Drogen mit einem Rollstuhl schickt anscheinend. Und Barbara Gordon zudem noch nur sagte, reizend. Denn wie ich euch in einer vorigen Episode schon erzählt habe, hat ja der Joker damals dafür gesorgt, dass Barbara Gordon, die früher Batgirl war, querschnittsgelähmt geworden ist. Und ja, wieder ein nettes, kleines Detail. Leicht. Sogar im Flugzeug wäre drauf gestoßen. Scheiße. Na gut, klettern wir nochmal hoch. Hat ja schon fast Züge von Tomb Raider hier. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass die Distanz nicht ausreicht. Da war ich zu gierig und wollte einfach die Riddler-Trophäe haben, aber gut. Lassen wir das erstmal sein. Wir laufen erstmal hier weiter. Und ein weiteres Tonband für uns. Sperrt die Lauscher. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken
herausfinden, warum ich es getan habe. Doc. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal. Oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Also irgendwie ist sie ein bisschen naiv, die gute Penelope Young. Penny Young war stets eine brillante Studentin, die für ihre berufliche Karriere alles getan hätte. In ihrem Umfeld galt sie als eiskalte und berechnete Frau, die sich einzig und allein auf ihr aktuelles Projekt konzentrierte. Schließlich engagierte sie Quincy Sharp, der Leiter der Anstalt von Arkham, als Leiterin der internen Forschungsabteilung und betraute sie mit der Heilung der besonders schwierigen Fälle unter den Superschurken von Gotham City. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie sieht dieses Charakterartwerk von ihr irgendwie so ein bisschen aus wie Jennifer Lopez. Das Absicht ist, ich weiß ja nicht. Forschungsleiterin. Abschluss an der Gotham University mit Auszeichnung. Widmet sich der Entwicklung eines Heilmittels für verschiedene Formen krimineller Geisteskrankheiten. Übersteigerter beruflicher Ehrgeiz. Intolerant gegenüber Personen, die ihre Arbeit behindern. Ha! Die Alte macht Nägel mit Köpfen, ne? Wie viele Leute hier eingemauert sind, mein Gott. Was war denn damals da los? Bzz, bzz, macht die Fliege. Zeit für unseren Mega-Rasierschaum. Kaufen Sie jetzt die Gillette Batman Edition für explosive Erfolge beim Rasieren. Okay, der war schlecht, tut mir leid. So, an der Oberfläche sind wir wieder. Als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Dann würde ich sagen, schalten wir diesen Scharfschützen erstmal hier aus. Bevor wir uns dieses Tonband hier anhören. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter, als ich dachte. Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskaninchen. Guten Tag. Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren. Natürlich. Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren. Ich wollte immer zum Zirkus, aber mein Vater ließ mich nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war Bulle. Er stand eine Woche vor der Pensionierung als der Mord. Ich habe den Film gesehen. Wovor hast du Angst? Angst? Ja, Angst. Da gibt es offensichtlich etwas. Etwas, das dich zu dem gemacht hat, was du bist. Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern? Es tut mir zu sehr weh. Dann kann ich dir helfen. Das Interessante beim Joker ist halt auch, es gibt keine detaillierte oder genaue Herkunftsgeschichte, weil man alle Erzählungen aus der Vergangenheit vom Joker nur vom Joker selbst hört und auf den Joker selbst, beziehungsweise auf seine Aussagen, ist halt einfach kein Verlass. Und er hat selber mal gesagt in The Killing Joke,
eines der besten Comicbücher von Batman bzw. Joker ever. Würde ich jedem empfehlen übrigens. Jedenfalls hat er in The Killing Joke mal gesagt, wenn er sich schon eine Geschichte überlegen muss oder eine Herkunftsgeschichte überlegen müsste, dann würde er es vorziehen, dass es eine Multiple-Choice-Antwort gäbe. Und deswegen hat der Joker halt einfach ja, ständig die Tendenz, sich neue Geschichten zu überlegen. Und man weiß halt nie, wie viel Wahrheit da drin steckt. Wobei die allgemeine Annahme halt ist, dass alle zusammengenommen irgendwie die richtige Geschichte von ihm ergeben. Aber man weiß es halt nicht genau. Und gerade dieses, ja, diese Mysteriosität, nenne ich sie mal, macht den Joker so interessant, finde ich. Ja, hier wollt noch mal ein bisschen was auf die Fresse haben. Wirf ihn zum Boden und trampel auf seinem Gesicht um! Du wirst bluten, Ben! Ups. Schon wieder der falsche Knopf. Verdammt, ich gewöhne mich aber doch einfach nicht dran. Oh, Junge! Wirf dich weg! Wie die sich immer erstmal alle einen Kopf fassen, wenn sie zu Boden gehen. Ist das so wie bei South Park? Wo man sagt, bevor ein Mensch stirbt, kackt er sich ein letztes Mal in die Hose? Bevor Menschen ausgenockt werden, packen sie sich an den Kopf. Uah! Ah, sie. Okay, da muss ich hin in die Arkham Villa. Muss aber auch einen Verschleiß von diesen scheiß Klapperzähnen haben, ne? Hallo! Dass ich nicht da war. Aber zumindest müsst ihr da nicht weiter rumhängen, wenn ihr schon tot seid. So viel Anstand habe ich. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist. Ich habe zwei Männer. Aber sei vorsichtig. Sie schießt zum Bauch. Die Jungs gehabt. Ja, wie wir sehen, ist es hier natürlich alles voll von Scharfschützen und Jokers Männern. Aber das sollte für Batman kein großes Problem darstellen. Ach, hier geht's schon wieder nicht lang, ne? Anstaltsleiter Joker würde gerne mitteilen, dass ab heute alle Aufseher in Arkham mit finanzieller Einsparung mit dem Feuer stecken. Ah, natürlich kann ich da auch nicht lang. Komm, kuscheln! Liebe mich! Schmatz, Knuddel, Schmus! Keine Lust mehr. Hallo Jungs, ich bin's mal hier. Bitte denkt gerade, euch gut um unsere Geiseln zu kümmern. Tod bringen sie uns nichts. Aber eine Beule hier. Oder eine Schnittwunde da. Ja, bloß nicht gesehen werden. Sonst habe ich ein Problem.
Komm, put. Bitte haltet während eures Fliegens Ausschau nach irgendwelchen fliegenden Schädlingen. Ich habe gehört, ihr kommt es von Zeit zu Zeit zu solchen Verfolgungen. Die andere Frage, die ich mir gerade stelle, die haben mittlerweile Waffen und können sich hier an den Schränken der Wärter und so weiter bedienen. Aber die holen sich keine Schuhe? Was soll denn das? Sind das Hobbits oder? Invasion der Killer-Hobbits auf Arkham Island. Ja, jetzt muss ich hier reinkommen. Jetzt kann ich durch die Haupttür gehen. An alle verfügbaren Psychos, Killer, Verstümmelte und Mörder, die sich noch nicht in der Altenfäller befinden. Beeilt euch gefälligst, ihr Idioten, bevor ich euch selbst an die Fledermaus verfüttere. Sieh mal, wer das ist. Ja, der große, böse Batman. Los, komm und hol uns. Sieh ihn dir an, wie er da steht. Musst du keine Katze von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich fertig machen. Schickes Make-up habt ihr beiden. Habt ihr euch gegenseitig geschminkt? Oh, da finden sie nicht gut. Da gehen sie einfach. Das ist jetzt unhöflich. Tja, sieht ganz so aus, als würden wir von hier nicht reinkommen. Ah, das Leben dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Da weiß ich doch auch noch, wie das war. Das war irgendwas hier mit dem Friedhof. Es muss einen anderen Weg reingeben. Es gibt immer einen. Ich muss nur suchen. Ja, Dr. Amadeus Arkham. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Bitte denkt dran, euch gut um all unsere Geister zu kümmern. Tod bringen sie uns. Und auch dieses Rätsel gelöst. Oh, jetzt haben wir tatsächlich endlich mal die Charakterbiografie von Mr. Amadeus Arkham bekommen. Amadeus Arkham ist der Gründer der Elizabeth Arkham Anstalt, einer psychiatrischen Anstalt für geisteskranke Kriminelle. Die Anstalt ist nach Amadeus Arkhams Mutter benannt, die er im Zuge einer psychiatrischen Behandlung tötete, um sie zu heilen. Amadeus errichtete die Anstalt auf dem Gelände des alten Familiensitzes am Stadtrand von Gotham und behandelte den ersten Patienten selbst, Martin Mad Dog Hawkins, der Mörder seiner Frau und Tochter. Nachdem er Hawkins einer tödlichen Elektroschockbehandlung unterzogen hatte, verlor Amadeus vollends den Verstand und wurde in seine eigene Anstalt eingewiesen. Ja, shit happens, ne? Psychiater war er, der Gute. Bis zum Ausbruch seiner Geisteskrankheit ein angesehener Psychiater, Erbe des Arkham-Besitzes und des Arkham-Vermögens, wahnhafter Schizophrenie. Muss ich mal gucken, wie es hier oben noch mal reinging. Irgendwie. Oh, erstmal ist hier wieder eine zerstörbare Wand. Das sieht ganz klar nach einem Fall aus wie unser Batman Gillette Rasiergel. Das hast du gefunden. Alle verfügbaren Psychos, Killer, Verstümmelte und Mörder. Das sieht doch gut aus. Ich habe zu spät gesehen, oder? Und drin sind wir. Und ja. Ich denke, mit dem Eindringen in die Villa machen wir hier mal wieder einen Cut. Wenn ihr wissen wollt, was auf Batman in der Villa wartet, dann schaltet auch das nächste Mal ein bei meinem Let's Play zu Arkham Asylum. Und bis dahin sage ich, Hauen Sie, Bauen Sie!